Vom Pferd zum Seepferdchen. Alltag im tiermedizinischen Behandlungszentrum Seehof in Diesen, Bayern. Pferde, die hier baden gehen, erholen sich von schweren Operationen oder Verletzungen. Dabei müssen sie komplett schwimmen und haben so überhaupt keine Belastung auf Gelenken oder Sehnen. Und das ist natürlich von Vorteil, weil Pferde, die eine Verletzung oder eine OP an einem Bein hatten, natürlich viel früher anfangen können wieder mit der Bewegung. Zunächst werden die Patienten gründlich gesäubert, dann geht's ab ins Wellnessbad. Dabei werden sie longiert, so wie auch sonst auf einem Pferdehof, mit einem entscheidenden Unterschied. Bodenberührung haben sie in dem 3 Meter tiefen Becken nicht. 15 Minuten dauert eine Runde Schwimmen, dann kommt das Spa, Trocknen unter Rotlichtlampen. Dabei legen die Tiere gerne ein Nickerchen ein. Das Tiermedizinische Behandlungszentrum und das Schwimmbad gibt es seit 40 Jahren. Und das ist so in der Kombination mit Reha-Einrichtung und Tierklinik einzigartig in Deutschland. Und ein echtes Erfolgsmodell. Seit 1986 wurden hier mehr als 5000 Pferde therapiert. Schwimmen lernen mussten sie dafür übrigens nicht, denn das können Pferde von Natur aus. Zu richtigen Seepferdchen werden sie allerdings erst hier.